Das Fest wird Ihnen präsentiert vom BGV. BGV. Badisch gut versichert. Die Günther-Klotz-Anlage verändert sich wirklich von Stunde zu Stunde. Was gestern nur nach Stangen und Brettern aussah, hat sich über Nacht zur Hauptbühne verwandelt. Während an der großen Hauptbühne noch fleißig weitergeschraubt wird, sorgt das sogenannte Vorfest bereits für Stimmung an der Günther-Klotz-Anlage. Seit dem vergangenen Wochenende präsentieren verschiedene Künstler auf der Kaffeebühne jeden Abend bis zum großen Fest ihre Songs. Das Vorfest läuft ja auch schon. Wie kommt das jetzt so bei den Karlsruhern an? Ja, das hat sich so zu einem kleinen Geheimtipp entwickelt. Viele, die das Fest kennen, wie ich auch, als es losging vor über 25 Jahren, da war es nämlich genau die Größe, eine ganz kleine Bühne und 1000, 1500 Zuhörerinnen und Zuhörer. Und die sagen, das ist so die alte Stimmung. Die kommen gerne zum Vorfest. Und viele nutzen es für den Kartenvorverkauf. Es gibt ja nichts Schöneres, Bierchen trinken, was Kleines essen und dann noch ein Ticket kaufen. Also es gibt ja auch die Kartenvorverkauf hier beim Vorfest. Und viele kaufen sich schon die schönen Fest-T-Shirts mit den Bands drauf. Die gibt es hier auch schon. Also es ist zum Aufwärmen gibt es eigentlich nichts Schöneres. Wenn Sie wissen möchten, was sich heute hier in der Günther-Klotz-Anlage noch alles so tut, dann schalten Sie auch morgen wieder ein zum Das Fest-Vorbericht. Das Fest wird unterstützt von Init, The Future of Mobility und Gute Fahrt mit Badens großer Tankstellengesellschaft EFA.